So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Total War Warhammer mit den Norskern. Was machen wir denn? Gucken wir mal, ob wir die Garnison stimmen können nochmal. Also, das kann ja diese Runde nicht, das habe ich diese Runde schon gemacht. Ja, bauen wir mal ein bisschen Stuff. So, hier erstmal das Ding fertig bauen. Im Eisdrakenfjord, weißt du was? Da würde ich auch gern die Schmiede bauen. Weil hier ist einfach so ein Posten, wo man dann einfach Leute rekrutieren kann. Ja, Pferde, Trolle, hier normale Einheiten. Und dann halt einfach rüberfahren kann und hier plündern kann. Siehst du, der Typ kann einfach rüber und plündert dann dort drüben. So. Sonst würde ich sagen, machen wir diese Hauptgebäude nochmal ausbauen, weil die sind sehr teuer. Und dann sind wir auch schon wieder pleite. Alles klar. Machen wir mal weiter. So, wir sind fast wieder voll. Ich würde sagen, versuchen nochmal die Garnison zu stürmen. Hat nicht geklappt. Machen wir weiter. Und was nehmen wir denn? Also, eure Krieger sind jüngerer Zeit nicht oft zum Kampf gekommen. Sie beginnen sich zu langweilen und sehnen sich danach nach den panischen Schreien der Südländer, die vor der Verwüstung eurer Kriegsherden fliehen. Die Männer scheren sich nicht, ob sie Bauernhöfe oder Städte überfallen, solange sie Chaos stiften und die Götter mit der Pein ihrer Feinde ehren können. Schickt sie schnell aus, bevor sie sich gegenseitig anfallen. Alles klar, was machen wir? Also entweder 20 Runden lang mehr durch Überfälle oder ausrauben. Ich glaube ausrauben, ey. Ausrauben, da muss man sich mal vorstellen. Von 20.000, 20%, ja gut. Da sind 4.000 immerhin. Vielleicht lieber das, damit ich dauerhaft ein bisschen mehr Geld bekomme. Weil ich laufe ja nicht rum und raube alles aus. Dann haben wir noch ein paar Level. Machen wir mal Erdung, damit wir die letzte Stufe bekommen bei dem. Hier natürlich Wundschläger, alles klar. Und dann versuchen wir kritisch gescheitert. Really? Alles klar, dann greifen wir die Stadt hier an und belagern die erstmal. Wie lange dauert das? Ich meine, das ist krass. Ja, guckt euch die Stadt an. Die hat nicht mal irgend so eine Verteidigungsanlage oder sowas. Aber guckt euch mal die fucking Garnison da drin an. Das ist einfach nur, what the hell? Hä? Kann man gar nicht glauben. Aber weiter. Rothornschwärme sind vernichtet worden. Die Orks sind da. Was nehmen wir? Blutige Rüstung oder blutige Klingen? Eure Kriegsschmiede kommen mit einer interessanten Idee zu euch. Sie glauben, dass die Götter es womöglich gutheißen, wenn sie das Blut der jüngsten Opferungen im Metall verarbeiten und die Waffen verstärken oder die Rüstung effektiver machen. Doch wofür sollten sie das Bluteisen verwenden? Für Waffen oder Rüstung? Natürlich mal für Waffen. So, da sind die Orks. Sehr schön. Lol, die sind sogar auch hier und sind hier am Plündern. Ich bin sehr stolz auf meine Ork-Freunde. So, und die Frage ist, sollen wir das vielleicht angreifen? Ich finde, die haben nicht so gute Verteidigung. Die haben halt viele. Die haben nichts gegen meine großen Viecher. Das ist vor allem das, was ich gut finde. Mal schauen. Wir bauen auf jeden Fall noch ein paar Türme. So. Da gibt es wieder Bevölkerungsüberschuss. Ja, komm, dann bauen wir da das aus. Wenn wir es schon können. Wieso nicht? Ich glaube, das Chaos wird auch dagegen kommen. Und ich weiß nicht, das Chaos wird wahrscheinlich auch gegen mich gerichtet sein. Weil das ist hier so ganz komisch, dass das Chaos immer irgendwas gegen jemanden von uns hat. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen komisch. Ja, egal. Weiter. Ach so, kritisch gescheitert heißt, was ich noch erwähnen wollte, dass der Typ jetzt weg ist. Der ist kurzzeitig verletzt. Aber der kommt wieder. Lol, der ist auch kritisch gescheitert. Ival Vuldar Saltüte. Macht die Reiter natürlich weiter. Für alle Barbarenstreitwagen, sehr schön. Machen wir hier noch Barbarenkavallerie, glaube ich. Riesen, weiß ich nicht. Eher sagen Kavallerie, Streitwagen, Berserker und Champions sind sehr gut. Und Wehrbestien auch, theoretisch. Ja, der Typ soll auf jeden Fall mal weitermachen.
So, dann haben wir die Zwerge erforscht. Was machen wir denn als nächstes? Was ist hier noch in der Nähe? Eigentlich die Vampirfürsten. Die Frage ist, gibt es die überhaupt noch? Ich habe sie bis jetzt noch nicht getroffen. Bis wir nach Tilea und sonst wohin kommen, das dauert noch ewig. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die Vampirfürsten. Lohnt sich auf jeden Fall. So, wir haben zwei von den Dingern gebaut. Wir warten dann noch. Bauen dann drei. Und stürmen die Stadt dann. Alles klar. Rückzug. Und dann gehen wir mal Richtung Zavastra. Gucken mal, ob wir jemanden abfangen können. Das ist gerade echt scheiße. Wie Wolf Knutson. La, nimm das. Passt. So, und dann nehmen wir das. Schade, ist nicht so nett gerade. Alles klar, machen wir weiter. Alter, Burg von Rauken hat nicht mal eine Verteidigungsanlage. Wir holen uns Burg von Rauken. Easy. Und ausrauben. Immerhin 8000 Gold. Lebhaft. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dann haben wir wieder Kohle und können wieder die Kohle mit beiden Händen aus dem Fenster werfen. Auf jeden Fall den Hafen. Dann haben wir nochmal 100 Einkommen mehr. Ja, komm, das können wir auch alles machen. So. Dann gibt es hier die Pferdchen. Na, und Eisdrakenfjord noch. Das soll ja mein Posten sein, von dem ich die Überfälle dann leite. Da ist unser Wolf wieder. Lol. Er ist wieder da. Sehr schön. Komm mal her. Was machen die ganze Zeit? So, wieder reißen, sehr schön, sehr schön. Grelinger Wehrbestie, sehr schön, alles sehr schön. So, wir können nichts machen, dann machen wir weiter. Jetzt ist die Frage, sollen wir Zavastra, haben wir da Chancen? Nee, nee, nee. Nee, 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 du. Wir laufen wieder zurück nach Kislev. Soll er auch hin und her laufen. Und wenn er jetzt dann wieder zurückläuft, dann greifen wir Zavastra an. Ohne eine Verteidigung. Ich hoffe natürlich, dass die anderen dann nicht kommen. Alter, wir brauchen eigentlich Verstärkung. Eigentlich brauchen wir Verstärkung. Wir brauchen eine zweite Armee, die uns hier den Rücken deckt. Aber sie kommen gar nicht. Das heißt, wir gehen jetzt Kislev einnehmen. Sehr nice. Garnison stürmen. Sehr schön. Erfolgreich. Das ist doch was. Er hat auch 15 Nahkampf. Ja, machen wir auf jeden Fall. Das ist sehr nice. So, automatische Schlacht. Sehr schön. Hat auf jeden Fall gereicht. Und natürlich erstmal ausrauben. Sehr gut. So, Wundschläger. Sehr gut. Kann ich noch das Camp? Ich kann noch hier lagern. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit heilen sich meine Viecher noch. Das passt. Scheitert, schade. Da müssen wir auf jeden Fall noch warten. So, Kislev geht's jetzt schlechter. Mal schauen, vielleicht gehen wir jetzt dann wieder nach Zavastra und stürmen das. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Gold. Weißt du was? Weißt du was, mein Freund? Du gehst jetzt... Nein, 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 genau dein. Du gehst jetzt zum Eisdrakenfjord und wirst dir ein paar Leute erneuern und wirst dann hier rüberkommen. Und mir helfen, alles einzunehmen. Ganz einfach. Ich werde zwar von der Schatzkammer zehren, was natürlich nicht so nice ist, aber mit zwei Armeen kann ich jede fucking Stadt einnehmen. Und vor allem werde ich bei ihm dafür sorgen, dass er sehr viel Infanterie hat, damit ich die kompletten Mauern stürmen kann.
Versteht ihr, was ich meine? Falls mal zu einer Schlacht kommen sollte. Weil es ist doch sehr speziell, die Einheiten von dem Typen hier. Und wir werden natürlich versuchen, jede Runde Kislev die Garnison zu stürmen. Sehr schön, damit wir die Leute schwächen. Oh, Krieg erklärt. Von Karstein, dem Kreporn-Stamm. Alles klar. So, kannst du jetzt schon engagieren? Nee, wir müssen warten. Er kann aber seine legendären Sachen rekrutieren. Dann rekrutieren wir ihm die mal. Die Hunde und die Berserker sind auf jeden Fall sehr gut. Guck mal, was für ein Nahkampfangriff. Was? 71? Seht ihr das? What? Da wird man ja crazy. Das ist sehr gut. Und nein, 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 nein. Das hat schon gepasst. Obwohl die Hunde vielleicht nicht. Doch, komm. Und dann werden wir alle seine Einheiten erstmal rauskicken. Bam, Junge. Damit machen wir auch nochmal mehr Geld. Das passt auf jeden Fall. Dann machen wir einfach mal weiter. Oder warte mal, wir versuchen wieder die Garnison zu stürmen. Sehr gut. Das, was ich finde, irgendwie schwer zu treffen, ganz gut für so einen Wolf. Ja, sehr flink. Passt. Gucken wir mal, wie sieht's denn aus? Garnison am Arsch? Naja, nicht so am Arsch. Wir wollen auf jeden Fall die Belagerung abbrechen. Und wollen dann erstmal weiter plündern. Denn wir müssen natürlich uns mit Gold versorgen, solange der andere Typ sich seine Armee aufbaut. So. Wir nehmen lieber das da. Benutzt die Pferde, weil der Typ kommt ja jetzt mit Pferden an. Also, eure Krieger können beritten noch besser kämpfen. Auf dem Rücken eines Biests können sie mit größerer Wildheit auf die Feinde stürmen und tiefer in die feindlichen Linien eindringen. Aber sollten sie wilde Pferde zähmen oder ein Wolfsrudel gefügig machen? Nein, wir nehmen das. Forschung, dann nehmen wir, was nehmen wir als nächstes? Mit den Grünhäuten will ich gar nicht Krieg anfangen. Dann nehmen wir Tilia. So, Garnisonsturm gescheitert, alles klar. Ach, da wollen sie angreifen. Irgendwie. Soll ich das führen? Ich hatte irgendwie schon Bock. Obwohl meine Leute sind verletzt. Dann gehen wir erstmal. Dann fliegen wir erstmal. Machen wir einen Rückzug. Wir können auch von hier hinten plündern. Kleiner Arsch. Schade. So, und dann heilen wir uns wieder. Ist natürlich scheiße, wenn er meine Einheiten angreift. Finstere Schmiede wurde abgeschlossen. Jetzt kann er richtig anheuern. Wir werden erstmal 3 Champions und 2 mit Zweihandwaffen holen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombo. Dann noch ein paar Berserker und dann gucken wir vielleicht noch ein paar Reiter. Was heißt vielleicht? Auf jeden Fall noch ein paar Reiter. Ja, okay, sollte passen. Das ist erstmal der erste Haufen, den er engagiert. So. Der ist hier am Fort Jakoba belagern. Das ist auch nice. Was? Eure Räuber sind weit vorgedrungen und kehren nun mit überraschenden Nachrichten zurück. Tief in den Wüsten des fernen Südens haben sie in den Beute auch seltsame Dinge vorgefunden. Sie sprechen von Toten, die nicht tot bleiben und wandeln in Skeletten. Außerdem haben sie einen höchst ausgefallenen Fund mit sich, eine Krone aus Gold. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, einen Hautwolf zu engagieren. Das ist kacke. Ich würde dem gerne auch einen Hautwolf geben. Also einen Helden. Und dann nehmen wir diesen heimtückischen, oder? Erfolgschance von Heldenaktion. Sehr schön. Ja, heimtückischer Boy, komm zu deinem Helden. So, dann müssen wir neue Leute engagieren. Wen holen wir denn jetzt? Jetzt holen wir uns erstmal ein paar Berserker. 3 Berserker insgesamt reichen, glaube ich. Und dann erstmal ein paar Pferde, oder was? Ja, auf jeden Fall diese Eiswolf-Streitwagen. Die sehen mir sehr, sehr interessant aus. Weißt du, nehmen wir 3. Nehmen wir 3 Streitwagen. Alles klar. Und dann werden diese 2 Armeen richtig ordentlich plündern. Weißt du, einen davon weg, einen davon weg und einen davon weg. Und dann holen wir uns 3 von denen. Manticore könnte auch helfen beim Mauernstürmen. Weißt du was? Weißt du was? Wir holen uns 2 Manticore. Und die verursachen Entsetzen.
Wisst ihr was? Wir holen uns zwei Frostwürmer. So. Das ist die Armee zum Stürmen. Die Frostwürmer helfen den Leuten, die auf die Mauern klettern. Ne? Die Streitwagen und die Barbaren sollen davor schützen, dass wir halt von Reitern überrannt werden. Meine Infanterie, eine komplette Infanterie, vor allem die meine Reiter, hat da irgendwie Probleme gegen andere Reiter, vor allem weil wir keine Speerträger haben. Ja, egal. Machen wir weiter. Ach komm! Was? Das kommt jetzt? Ist das ein scheiß Scherz? Plus 4 für alle. Alter Schwede. Jetzt hätten wir zwei Goldrang-Fuzis. Gucken wir uns mal, wie die sich unterscheiden. So, plus 4, plus 5, plus 5. Auf jeden Fall schon mal besser. Alter. So, ich muss ja eine Runde warten. Von daher machen wir das. Ich weiß, ein bisschen Goldverschwendung, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. So, und bei dem bin ich gerade... Ich weiß gerade nicht. Kavallerie. Ja, komm, wir machen Kavallerie. Stimmt, ich habe ja die Kavallerie noch vergessen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir bis Stufe 18 das Kriegsmammut hinkriegen. Weil ich hätte ihn doch gerne als Kriegsmammutreiter. Irgendwie macht mir das, glaube ich, wird das sehr toll sein. Und wir müssen auch hier unten noch ein bisschen weitergehen, weil ich würde gerne hier vom Krieg angetrieben, dass er die Einheiten, also die, ne, die Kosten für die Einheiten gesenkt werden. So, wir machen jetzt minus 900, was natürlich nicht so toll ist. Aber was soll's? Was soll's, was soll's, was soll's? So, passt. Der Wolf soll dann zudem immer mal wieder verfolgen und dem zugefügt werden noch. Minus 900 pro Runde. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Weißt du was, ich glaube auch, wir gehen hier vom Krieg angetrieben, den Weg. Wir machen mal hier dieses Verstärkungsrate. Zähigkeit der Norse. Und dann, keine Ahnung, vielleicht das da Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen nochmal erhöhen. Wie viele Stufen haben wir noch? Noch 22. Noch 8. 8 Stufen haben wir theoretisch. Das heißt, wir können hier 3 Punkte reingehen. Ein und dann nochmal... Auf jeden Fall hier vom Krieg angetrieben. Das brauchen wir gar nicht. Der ist schon ein ziemlich guter Kämpfer. Ne? Der ist auf jeden Fall super nice. Passt. So, dann darf er jetzt mal seine erste Mission sozusagen annehmen. Und zwar den Norden angreifen. Also diese Siedlung Norden. Dann einmal den Norden angreifen. Das kann ich nicht automatisieren. Ach fuck, weil er keine Einheit hat. Dann warten wir halt eine Runde. Er hat keine Belagerungseinheit, beziehungsweise eine Einheit, die Belagerung halt brechen könnte. Also die Türme. Man hätte natürlich Leitern verwenden können, aber die muss ich dann halt führen, diese Schlachten. Das ist natürlich dumm. So, Tilia fertig geforscht. Dann nehmen wir natürlich die Grünhäute. So, der müsste jetzt fertig sein, genau. Einmal angreifen. Entscheidender Sieg. Wir können es ausrauben. Das bringt 7000 Gold nur. 7000 haben oder nicht haben, ne? Kann ich es gleich nochmal angreifen? Tatsächlich. Dann machen wir einen Außenposten. Wieso nicht? Bringt das Gold? Nein, aber Korruption. Und Korruption ist... Ah, noch ein bisschen Gold bringt es schon. Und er kann sich hier drin heilen. Sehr schön. Ach, das ist das Imperium. Wir greifen Bechhafen an. Lol. Alter Schwede. Fucking Imperator Karl Franz ist erst Rang 5. Das ist ja ein richtiges Baby. Was, was? Wir nehmen jetzt als erstes Zavastra in die Mangel, glaube ich. Und gucken dann mal. Und dann gehen wir vielleicht nach Kislev, beziehungsweise plündern wir erstmal beide Kislev aus. Verpiss dich, Mann.
So, ich würde sagen, automatisches Gefecht, ne? Ja, rauben wir nochmal aus. Sehr schön. Ich glaube, denen geht's nicht mehr so gut, den alten Kislevianern. Ach, jetzt kommen die sogar hierher und wollen das verteidigen. Really? Mal schauen. Also, sieht trotzdem schlecht für die aus. Tut mir leid, aber das musste leider sein. So, jetzt natürlich niederreißen für den Adler. Sehr schön, damit haben wir die Armee auch vernichtet. Er ist ein Level aufgestiegen, natürlich weiter auf die Barbarenkavallerie. So, ein Trock soll ja hier das da Plünderer nehmen. Alles klar. Du kannst schon mal nach Kislev und dann dort plündern nächste Runde. Das passt. Schon wieder wollen sie den Frieden. Nein, danke. Erstmal meine fucking Armeen angreifen und dann Frieden wollen. So läuft das hier nicht. Mein Herr, so. Ihr überzieht die Welt mit Chaos und Zerstörung. Und die Verbundenheit zu eurem Gott wird stärker. Die Götter der Norse sind boshaft. Wendet ihr euch nun von eurem Meister ab, bekommt ihr seinen Zorn zu spüren. Ergebt ihr euch ihm jedoch völlig, werdet ihr zu seinem Champion. Für alle klar zu erkennen an eurer puren Hingabe. Sehr schön. Eure Verbundenheit wächst, mein Herr, und wird weiter gestärkt. Wenn ihr mehr Siedlungen niederreißt und an ihrer Stadt Monolithen errichtet, baut darauf auf und steigt unter dem Blick eures Gottes auf. Die Reichtümer der alten Welt sind euch ausgeliefert. Labt euch daran wie an einem Spanferkel. Sehr nice. So, natürlich zweite Stufe. Jetzt müssen wir die dritte Stufe erreichen. Mein Herr, ihr überzieht die Welt mit Chaos und Zerstörung und die Verbundenheit zu eurem Gott wird stärker. Die Götter der Norse sind boshaft. Wendet ihr euch nun von eurem Meister ab, bekommt ihr seinen Zorn spüren. Achso, das hat er gerade vorgelesen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Sehr schön. So, moving, genau. Und schließ dich mal dem an. Und du kannst erstmal plündern, weil wir ein bisschen heilen müssen. Und weiter. Oh, das Imperium hat eingenommen hier unten. Sehr schön, dann können wir gleich das Imperium als nächstes angreifen. Passt. Kislev am Arsch. Kislev am Arsch. Schon wieder die Stämme. Wie sieht's aus? Nicht Angriffspakt. Kein Bock. Ja, dann verpisst euch. Solange ihr nicht in meinem Gebiet wildert, ist mir das egal. So, du kannst mal die Garnison stürmen. Sehr schön. Dir geht's schon ganz gut. Du kannst eigentlich mal angreifen. Genau. Hier kannst du mal ein paar Türme bauen. Alter, wie schnell er die Türme baut, weil wir einfach so viele Infanterie haben. Sehr nice. Und dann kannst du dich dem auch gleich mal anschließen, damit du ein paar Level kriegst. Dann hat er auch einen Magier und einen Wolf. Das passt. Nein! Alter, ignoriert die Vision. Fuck you, Vision. So, und dann kannst du eigentlich auch schon angreifen. Zack. Entscheidender Sieg. Außenposten errichten? Ich kann nicht hier mitten... Was? Wieso? Keine Ahnung, wir rauben es aber erstmal aus. Wieso kann ich da einen Außenposten errichten? Das ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Hä? Küstensiedlungen und die Hauptstädte. Ach so. Ja, dann machen wir einen Außenposten hier. Das ist ja mitten im... What the hell? Dann kann der gleich mal angreifen. Wieso nicht? Alter, ich kann hier noch weiter bauen. Natürlich. LOL. Ich kann hier richtig bauen. Nice. Das ist ja richtig nice. Was holen wir uns dann? Keine Ahnung. Ich würde sagen, erstmal eine Verteidigung. Das könnten wir bauen. Dann werden wir hier besser, ne, versteht ihr? Geheilt werden würden.
Aber als erstes, glaube ich, nehmen wir diese Chaos-Korruption, die öffentliche Ordnung. Und, ja komm, hier nehmen wir Wachstum, dass die Stadt schneller wächst und wir die dann weiter ausbauen können. Weil das sorgt ja dafür, dass wir mehr Wachstum kriegen. Passt auf jeden Fall. Sehr nice! So, du, was machst denn du? Waffenstärke, Geschossresistenz, mehr Rüstung. Waffenstärke, machen wir mehr Rüstung. Sehr schön. Machen wir mal ein Attentat. Sehr schön. Gutes Wölfchen. Machen wir weiter. Wollt ihr mein Vasall werden? Das würde ich annehmen. Nein, dann nicht. Verpisst euch. Kislev gleich mal weiterbauen, das ganze Zeug. Wir haben ja jetzt richtig Kohle. Die Verteidigung muss halt stehen, ne? Müssen halt ordentlich Verteidiger da sein. Ich glaube, du kannst schon mal weiterlaufen nach Wolfenburg. Und dann holen wir uns Wolfenburg auf jeden Fall. Obwohl, du kannst auch weiterlaufen. Wieso nicht? Warte mal. So. Renn doch mal. Sehr schön, das Chaos breitet sich aus. Das ist doch nice. So, wir nehmen natürlich Überfluss an Eisen, oder? Ja, da sind wir sogar wieder im Plus. LOL. Aber eigentlich hätten wir auch Verstärkungsrate nehmen können. Egal. So, natürlich auch hier unten. Den Typen. Nein, 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 nein. Ich will die Armee bewegen. Genau, hier hin. Also kannst du noch ein Stück weiter bewegen? So, vielleicht? So, ja, okay. Und dann plündern. Sehr nice. Komme ich hier rein, ohne... So. Sehr schön. Sind beide am Plündern. Den Leuten geht's ganz schlecht. So, Kislev machen wir erstmal nicht besteuern. Nein, das wollte ich gar nicht. Wollt nichts wissen. Und dann machen wir weiter. Die hauen ja sogar ab. Fuck, jetzt kann ich nicht plündern. Scheiße, ich hab, das reicht noch gerade so. Wir müssen nämlich mit Trocker als erstes rein, dass wir gleich angreifen können. So. Sehr schön. Ausrauben 30.000. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Ja, das ist sehr schön. Lololololol. Es ist Level aufgestiegen. So, dann hier, Zähigkeit der Norse. Beziehungsweise wollte ich ja das Kriegsmammut noch machen. Hier, Plünderer. Sehr schön. Dann das hier. Was können wir hier machen? Einheit angreifen, das lohnt sich nicht. Gebäude beschädigen. Ja komm, da du immer an der Front bist, nehmen wir das hier. Dass die aus ihren Gebäuden weniger Gold kriegen. Nächste Runde. Oh nee, jetzt kommt das fucking Imperium und besiedelt meine Sachen neu. Das ist gar nicht nett von euch. Überhaupt nicht. Das zählt wahrscheinlich trotzdem alles. Ne? Genau. So, jetzt reißen wir es natürlich nieder und holen uns den Adler. Sehr schön. Einheiten angreifen. Ja, weißt du, weil es... Also... Ja, komm. Komm, wir gehen ab nach Bechhafen. Ne? Wir sorgen jetzt dafür, dass es dem Imperium schlechter geht, weil die Ärsche einfach meine Siedlung belagern. Aber, ja, wir haben Kislev noch nicht den Todesstoß versetzt, aber sie sind sehr, sehr nah dran.
den Löffel abzugeben. Und das Imperium, die kleinen Pisser, wollen in meinem... Die haben meinen Schrein abgerissen und ihre scheiß Stadt draufgesetzt. Und sowas geht gar nicht. Versteht ihr? Deswegen, Imperium, macht euch auf... Alter, wie viele Helden hatten der? Imperator Karl Franz ist sehr überzeugt von sich, ja, dass er irgendwie so eine Bagage an Helden mit haben muss. Eine Entourage an Helden. Und er hat auf jeden Fall die Reichsgard. Zindlers Reichsgardisten. Wie sieht es eigentlich aus mit den Stufen? Sind die schon aufgestiegen? Ja, doch, einige sind schon aufgestiegen. Ja, die Drachen. Die Frostwürmer sind einen Rang aufgestiegen. Meine Zweihandfutzis sind einen Rang aufgestiegen. Die Typen sind auch einen Rang aufgestiegen. Die waren nur ein Goldrang, oder? Ich bin mir... Oder waren die schon zwei? Kann sein, dass die zwei waren. Die Kopfhörer sind... Nee, waren schon zwei. Das passt auf jeden Fall. So, als nächstes ist das fucking Imperium dran. Wir werden ihnen die Köpfe abreißen. Und... Keine Ahnung. Das sehen wir dann. So, wie immer. Falls die Folge gefallen hat, lasst mir ein wenig Liebe in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Euer... Schulzmann.